Ja, moin Leute. Heute bauen wir eine Dungeon Gateway ein, die da fähig ist, eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung in euer Auto zu bringen, als auch einen USB-Anschluss für einen USB-Stick für Musik und mit einem speziellen Kabel auch zum Beispiel das iPhone anzuschließen oder ein AUX-Kabel anschließen zu können. Um diese Gateway einzubauen, müssen wir an die Radioeinheit und auch das Handschuhfach ausbauen, damit wir die dort dann verlegen können. Als erstes müssen wir die Zierleisten entfernen, wie gesagt. Da fangen wir mit der Zierleiste auf der Beifahrerseite an. Da fahren wir mit dem Plastikteil hier rein. Vorsichtig sein, damit die Haltestifte von hinten dann nicht abbrechen. So, hier sieht man es auch nochmal. Die sind nur in solche Gummihülsen eingeklipst praktisch. Und die können ja recht schnell abbrechen. Also hier vorsichtig arbeiten. Dann geht es gleich weiter mit der Leiste hier noch. Die ist nur hier hinten auch befestigt. Und hier einfach mit ein bisschen hin und her bewegen den Clip rausziehen. Jetzt müssen wir, wie schon gesagt, das Handschuhfach auch noch entfernen. Das ist hier oben mit drei Schrauben befestigt. Dann sind hier da hinten drin rechts und links eine Schraube und unten müssen wir auch noch zwei Schrauben entfernen. Wir fangen jetzt mal mit den oberen an. Jetzt machen wir weiter mit den beiden unteren. Wichtig danach auch noch diese Schraube hier entfernen. Und jetzt nur noch, wie schon gesagt, die beiden inneren Schrauben rechts und links. Das Handschuhfach ist somit schon mal draußen. Jetzt müssen wir das Radio noch ausbauen. Das ist befestigt jetzt nur noch mit zwei Schrauben. Einmal auf der Seite und natürlich drüben auf der anderen Seite auch. So, die schrauben wir jetzt raus. Dann können wir das Radio einfach nach hinten rausziehen. Wenn man es abschließen will, muss man einmal hier diesen Stecker nach oben rausziehen und das Antennenkabel auch lösen. Für die Gateway brauchen wir dann natürlich auch noch die mitgelieferten Kabel. Einmal das Kabel für den Anschluss ans Radio und hier an die Gateway. Und dann natürlich noch für die Bluetooth-Freisprecheinrichtung das Mikrofonkabel mit Mikrofon.
Als allererstes fangen wir an mit dem Kabel für die Gateway und fürs Radio. Das Verbindungskabel. Das ist im Prinzip Plug and Play. Das hier wird an den Originalstecker, der am Radio befestigt war, angesteckt. Und dieser wird dann als Ersatz ans Radio mit dem kleinen Stecker für den CD-Wechselausgang ans Radio angesteckt. Wir beginnen, das Kabel zu verlegen. Ich habe die Methode jetzt gewählt, die Bluetooth-Freisprecheinrichtung bzw. die Gateway im Handschuhfach zu deponieren und sie dort zu verlegen. Deswegen haben wir es ja auch ausgebaut. Das heißt, wir suchen uns jetzt einen Weg von hier hinten, das hier hinten durchgeht am besten, Richtung Handschuhfach. Da kann man einfach mal anfangen. Also wichtig natürlich, das Kabel dann zu verlegen, das am dünnsten ist. Jetzt fangen wir mal an, einen Weg zu suchen. Einfacher wäre es natürlich, wenn ihr euch davor das vielleicht mit einem Draht auskundschaftet, dann den Draht durchschiebt und das Kabel am Draht befestigt. Das wäre auch eine Methode, aber ich finde hier jetzt schon einen Weg. Den werden wir gleich noch zeigen. So, da ist es schon. Man sieht es jetzt hier, glaube ich, recht gut. Wir sind hier einfach hinter dem Träger und der Klimati- bzw. dem Klimaverdampfer hier hinten durchgegangen. Das lassen wir jetzt erstmal hier hängen und kümmern uns jetzt dann weiter um die Anschlüsse. Wie schon gesagt, als erstes diesen Anschluss an den Original-Radiostecker anschließen. Den hier dann einfach ansetzen, natürlich darauf achten, dass das Teil ganz oben ist. Schauen, dass es gut anliegt und dann einfach nach unten drücken. Jetzt den hier ans Radio anschließen. Wichtig hier ist auch noch zuvor den Stecker für den CD-Wechsler mit einführen. So, das wäre schon mal geschafft. Jetzt geht es ums Verlegen des Mikrofonkabels. Da suchen wir uns am besten einfach dann einen Platz aus, wo wir das Mikrofon haben möchten. Ich habe mich jetzt für den Platz hier oben entschieden. Da können wir es dann einfach als allererstes mal reinklipsen. Zack. Dann können wir schon mal beginnen, das Kabel hier hinten hinter die Abdeckung zu verlegen. Dann das Kabel natürlich weiter verlegen. Wenn man in so kleine Ecken nicht reinkommt, kann man sich den Plastikkeil dann auch zu Hilfe nehmen. Und hier würde ich es jetzt über die Abdeckung vom Airbag verlegen. Da kann man es einfach reindrücken. Am besten da hier auch den Plastikkeil oder sowas zu Hilfe nehmen. So. Und hier bis runter zum Handschuhfach können wir es dann einfach hinter dem Türgummi verlegen.
Hier kann man es dann auch noch einfach schön hier unten verlegen, um das dann hier unten einmal rumzuführen. Und dann können wir es ja von oben praktisch schon ins Handschuhfach hineinlegen. So, das lassen wir jetzt erstmal vorverlegt und kümmern uns jetzt als allererstes noch um den Einbau des Radios wieder, was ein bisschen tricky ist, weil wir jetzt, wie man schon sieht, eindeutig mehr Kabel da haben als vorher. Um dieses Kabel jetzt zu verlegen, empfehle ich, den großen Stecker hinten als allererstes mal, ja, jetzt geht's Radio schon an, ganz hinten, wenn man es sieht, ich weiß nicht, ob man es gescheit sieht, in dem Eck, da merkt man, dass es hier reingeht. Da kann man recht viel schon hin verlegen. Dass der Stecker hier schon recht verschwindet. Das gleiche dann auch mit so viel wie möglich Kabel von der Gateway schon vornehmen und bloß dann darauf achten, dass der Aufnahmestift hinten, da ist ein Loch drinnen, wo diese Führung hier reinkommt, nicht mit dem Kabel verdeckt ist. Muss man echt schauen, dass man das einwandfrei gut reinbekommt. Hier muss man sich einfach spielen. Jetzt hängt er schon wieder irgendwo. Auch natürlich das Kabel dann, das in Richtung Handschuhfach führt, probieren ein bisschen mitzuziehen, dass nicht zu viel, natürlich nicht anreißen, sondern mitziehen. Ja, irgendwo hängt er noch. Wahrscheinlich an einem Antennenkabel. So. Jetzt haben wir es schlussendlich geschafft. Dann können wir das Radio im Prinzip schon mal wieder befestigen. Mit den Schrauben wieder rechts und links. So, und jetzt kümmern wir uns noch um den Einbau des Ganzen ins Handschuhfach. Jetzt hier sich auch noch wieder einen Weg suchen, wo das Kabel reingeht. Man könnte es natürlich auch hier wieder drüber legen, was allerdings den Nachteil mit sich bringen würde, dass wir dann hier nicht mehr oben plan anliegen. Ich habe jetzt hier die kleine Öffnung gefunden, wo wir es einfach durchlegen. Und jetzt das Handschuhfach einfach wieder einhängen. Angefangen hier unten. Und dann weitergeführt hier oben. Hier wird das Ganze dann ein bisschen schwieriger aufgrund des Kabels. Da einfach nur gucken, dass man jetzt alles wieder hinbekommt und danach das Ganze in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau wieder festschrauben. Wenn ihr das Handschuhfach jetzt wieder eingebaut habt, dann natürlich die jeweilige Gateway noch einstecken. Einmal das Kabel vom Radio und das Mikrofonkabel. Und dann, je nachdem wie ihr wollt, das Ganze, den ganzen Kabelsalat natürlich noch verlegen oder eben halt auch nicht. Mir macht es nichts aus, weil es ist ja im Handschuhfach.
Da kommt dann noch meine Bordmappe rein und so weiter. Dann den entweder einen USB-Stick anschließen oder hier dann noch euer Kabel anschließen fürs iPhone oder sowas. Das könntet ihr ja dann auch noch verlegen oder aus dem Handschuhfach raushängen lassen. Jetzt natürlich die Zierleisten wieder reinmachen, angefangen mit der, die das Radio verdeckt. Einfach mit ein bisschen Gewalt, ein bisschen Druck reinmachen. Und jetzt noch die Beifahrerzierleiste. Hier einfach ist nur darauf zu achten, dass die Stifte an den Löchern anliegen und fertig ist es. Jetzt wichtig natürlich noch danach das Handy mit der Freisprecheinrichtung connecten. Das geht im Prinzip ja je nach Handytyp ganz einfach, indem man Bluetooth sucht und dann müsste er recht schnell was erkennen. Also bei mir heißt es GW Lite. Schauen wir mal, ob er sich verbindet. Ja, jetzt ist er verbunden. Natürlich, ich hatte es schon mal davor ausprobiert, muss man noch einen Code eingeben, je nach Gateway unterschiedlich 000 oder 111. Und ja, wir können es jetzt im Prinzip ausprobieren, indem wir jetzt auf den CD-Wechselerausgang drauf gehen. Und wenn ich jetzt jemanden anrufe, zeigt er mir die Gateway an. Und das Ganze kommt dann über die Radiolautsprecher raus, sobald er das Wellenmal beginnt. Ja, wie immer, eigentlich keine schwierige Geschichte. Ist in einer halben Stunde erledigt. Und den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung, wie immer. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir Kommentare, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.